Country Music als Programmeinlage. Wilk and Friends kommen allerdings nicht aus dem Süden der USA, sondern aus dem Norden der DDR, aus Mecklenburg. Der Friedrichshof dürfte zurzeit einer der größten privaten Betriebe in der DDR sein. Über 30 Mitarbeiter hat Jürgen Hübinger. Wirtschaftspolitisch gesprochen, das ungarische Modell in der DDR. Ein höchst Erfolg. Mittlerweile geht es auf Mitternacht zu. Ich probiere mein Glück in der georgischen Nachtbar des Café Moskau. Für 8,10 Mark Eintritt ein Nachtclub mit Programm und Klimaanlage. Ein junger Mann, der die Gäste unterhält. Strangers in the Night, meine Damen und Herren, die Zeit ist gekommen, Ihnen einen schönen guten Morgen zu wünschen, einen Freitagmorgen. Und wie immer, wenn wir den Morgen ansagen, geht es in diesem Monat genau kurz nach 0 Uhr hinein für Sie ein kleines Nachtprogramm zu bieten, heute etwas erotisch angehaucht. Nicht für die Kamera. Ein DDR-Tanzpaar, nur mit dem Notwendigsten bekleidet, verbietet sich die Westfernsehaufnahme, beziehungsweise will dafür 1000 Mark West. Das halte ich wiederum mitverantwortlich für die sinnvolle Verwendung von Fernsehgebühren für übertrieben. Die georgische Bar gehört zu den HO-Betrieben. Ein großer, aber gediegen eingerichteter Nachtclub, meistens gut besucht. Durchschnittsalter der Gäste 30 bis 40 Jahre. Auch hier Disco-Musik, weil eine eigene Kapelle sehr viel teurer wird. Noch ohne Mikrofon und Kamera unterwegs, erfahre ich von einigen Besucherinnen, dass leider sehr viele Ausländer aus Entwicklungsländern hier verkehrten. Aber wer diese Berührungsängste nicht hat, kommt auf seine Kosten. In der Bar gibt es auch eine Flasche Bordeaux für 50 bis 60 Mark oder einen Longdrink Rosinischer Traum für 9,10 Mark raus. Beim Verlassen der Schuppenstube bemerke ich etwas, was der Korrespondent, der üblicherweise nicht um 5 Uhr schon auf den Beinen ist, bisher nicht gewusst hat. Die Ostberliner stehen auch schon um 5 Uhr früh Schlange. Heute gibt es die Wochenpost und die wöchentliche Fernsehzeitung. Zwei der wenigen gesuchten Presseerzeugnisse in der DDR. Und wer erst um 10 kommt, hat das Nachsehen. Als Abschluss einer aufreibenden Nacht oder auch als vorgezogenes Frühstück ein Besuch bei Konopka. Eine Currywurst. Eine mit Brot? Ja. Gibt es noch was anderes dazu? Nein, früher. Gut, nee, früher, nee, früher muss nicht sein. Nein, so, was kostet die? 95 Pfennig. Dankeschön. Eine Brühe mit Brot? Eine Brühe 25. Eine Reihe schwankender Gestalten, aber die meisten sind auch ganz gut drauf. Eine Curry hier auf. Wir kommen denn her, Jungs? Wir kommen vom ZDF. Vom ZDF? Ja. Wirklich, ja? Abgelehnt! Ja? Ich sag mir mal, lieber ein wackeliger Tresen als einen festen Arbeitsplatz, wa? Gut so. Richtig, ja. Und dann mal, wann... Das heißt, warum? Das heißt, wann ist er? Ja. Wann noch? Nach heißt das für ihn, dass er jetzt selber schichten muss? Was ist das? Das wollte ich gerade fragen. Müssen wir alle arbeiten hier? Oder? Also wir nicht, das, oder? Ja, aber Norman sagt, wie haben Sie denn so die letzten Stunden des vergangenen und des heutigen Tages verbracht? Getanzt habe ich. Wo? Im Café Nordland, weiß ich nicht. Und, war es schön? Ja, schön. Und Sie müssen heute nicht arbeiten? Doch, ich gehe gleich arbeiten. Jetzt gleich, von hier aus weiter? Ich muss um 6 da sein. Also sozusagen die Nacht durchgemacht? Ja, na warum nicht, ja. Ich bin ja noch jung. Passiert das auch? Ja, öfters. Und wie hält man das so aus? Naja, wenn ich dann auf Arbeit bin, so zwischen 10 und 11, ich komme in der Todpunkt, ich schlafe mal fast bei rein, aber es geht dann schon. Und wie dann arbeite ich, muss ich dann mit tun. Wo gibt es denn jetzt das nächste Bier hier irgendwo? Da müssen Sie vielleicht mal fragen um die Uhrzeit. Naja, jetzt ist es 5. 5. Sagen wir mal, 5. Also sagen wir mal, eine Viertelstunde auf dem Alex, bin ich 100%ig was. Letztes Problem, wie kommt man um 5 Uhr früh nach Hause? In der DDR gilt absolutes Alkoholverbot am Steuer. Taxis gibt es immer noch zu wenige und an die öffentlichen Verkehrsmittel kann ich mich so gar nicht gewöhnen. Da heißt es Geduld haben. Jemand wird schon anhalten. Das war es dann wohl. Eine Nacht in Ost-Berlin zwischen 6 und 6. Es gibt mehr Nachtlokale, als man in einer Nacht besuchen kann. Meine Auswahl war eher zufällig.
Viele sind aber schwer zu finden und nicht jeder wird in jedes Etablissement hineingelassen. Hübsche Mädchen und attraktive Männer gibt es in Ost so gut wie in West. Das Essen schmeckt, der Sekt ist trinkbar. Im Westvergleich sind die Preise niedrig. Was aber wäre die ganze Abendunterhaltung ohne den fetzigen Sound der Musik? Und die ist eindeutig West.